Nemci su do Drugog svjetskog rata bila najbrojnija nacionalna manjina u Jugoslaviji. Danas ih u Vojvodini također ima organizovani u udruženja da bi lakše funkcionisali. Nemci su svakako poznati kao vredni radnici i ljudi od discipline, tako da bez ikakvih problema žive, rade, održavaju svoju kulturu i jezik kao i tradiciju i kod nas. Opšte su poznati i po svojim pevačkim sposobnostima u horu. Wir sind jetzt momentan in dem Verein, Deutsche Verein Donau. Diesen Verein haben wir gegründet 1992, Juni Monat, das heißt vor 23 Jahren. Wir haben mehrere Mitglieder, heute ungefähr schätzen wir auf 250 bis 300 regelmäßige Mitglieder in unserem Verein. In vorigen Jahren haben wir mehrere Mitglieder, aber zwischenzeit gegründet wir von unseren kleineren Ortschaften mehrere neue selbstständige Vereine. Das heißt in Zrenjanin, Kikinda, Ruma und so weiter. Ich bin auch Mitglied unseres Vereins und ich bin zuständig für die Kurse der deutschen Sprache. Die deutsche Sprachkurse haben wir begonnen seit der Gründung des Vereins und mit einzigen Ziel, dass die Jugend, deutsche Jugend, die nicht die deutsche Sprache so gut kennt, die deutsche Sprache also kennenlernt und durch die Sprache auch die Kultur und die Tradition des deutschen Volkes davon bekannt sein sollen. Aber an unsere Kursen kommen nicht nur also Deutschstämmige, sondern auch andere, also serbische und andere Bürger. Sie sind alle also willkommen in diesen Kursen und diese Kurse werden wir dieses Jahr auch wieder ab Oktober beginnen. Wir haben ein Chor oder besser sagen eine Sanggruppe. Sie singen ungefähr, kann ich sagen, vor 8 Jahren. Weil ich singe in diesem Chor, weil so gute Melodie und das ist unsere deutsche Sprache ist, weil ich bin halbe Deutsche und ich habe niemals Möglichkeit, dass ich Deutsche etwas spreche. Dort habe ich erste Möglichkeit, dass ich alles kann auf Deutsch singen. Diese Melodie sind alte Lieder und alle nationale Lieder von den alten. Die Lieder sind sicher von 100 Jahre alt. Und so sind sie alle für die Freude, für die Liebe und für die alle Leute, dass alle sind, die in die Frieden sind. Darum unsere Hymne, jetzt muss ich auf Serbisch sagen, das Hymne uns ist ein bisschen Frieden.